einen Kurs an der Volkshochschule Leipzig besuchen. Die Volkshochschule Leipzig, kurz auch VHS genannt, befindet sich im Zentrum der Stadt. Sie erreichen Sie am besten mit der Straßenbahn. Steigen Sie an der Haltestelle Gördeler Ring aus. Halten Sie nun nach der großen Kirche Ausschau. Gleich daneben beginnt die Löhrstraße, in der die Volkshochschule ist. Von hier ist es nicht mehr weit. In der Löhrstraße Nummer 3 haben Sie Ihr Ziel erreicht. In den Kursen der Volkshochschule können Sie in ruhiger und vertrauensvoller Umgebung lernen, ganz in Ihrem Tempo. Es gibt Kurse in Lesen, Schreiben und Rechnen. Sie können lernen, mit dem Computer zu arbeiten oder Ihr Smartphone zu benutzen. Sie bekommen aber auch Tipps zur Ernährung und Sie erfahren, wie Sie mit Ihrem Geld umgehen können. Für einen Kurs anmelden. Um einen Kurs zu besuchen, füllen Sie zuerst das Anmeldeformular aus. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Volkshochschule helfen Ihnen auch gern dabei. Hilfe finden Sie am Servicepunkt. Tragen Sie die Kursnummer, den Kurstitel und die Kursgebühr in das Formular ein. Diese Informationen bekommen Sie am Servicepunkt, am Servicetelefon, von Ihrer Kursleiterin oder Ihrem Kursleiter. Danach schreiben Sie Ihren Namen, Ihre Adresse und vor allem auch Ihre Telefonnummer auf. Die Telefonnummer ist wichtig, damit die Volkshochschule Sie bei Änderungen schnell informieren kann. Ihre Daten werden selbstverständlich nicht weitergegeben. Unterschreiben Sie zum Schluss noch und geben Sie das Formular am Servicepunkt ab. Sie können sich auch telefonisch anmelden. Dann schreiben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Volkshochschule alles auf. Sie bekommen eine Anmeldebestätigung, die brauchen Sie zum Bezahlen. Auf diesem Blatt finden Sie einen QR-Code. Einen Kurs bezahlen. Ihren Kurs können Sie in der Volkshochschule an einem Automaten bezahlen. Entweder in Bar oder mit EC-Karte. Unter dem Bildschirm des Automaten links können Sie den QR-Code einscannen. Dann bezahlen Sie mit Bargeld oder EC-Karte Ihren Kurs. Zum Schluss erhalten Sie einen Beleg, dass Sie Ihren Kurs bezahlt haben. Die Kursgebühr können Sie natürlich auch von Ihrem Konto überweisen. Dann müssen Sie nach der Anmeldung nichts tun. Sie bekommen automatisch eine Rechnung mit der Post. Die Rechnung können Sie auch Ihrem amtlichen Betreuer oder Ihrer Betreuerin zum Bezahlen geben. Den Kursraum finden. An dem Tag, wenn Ihr Kurs beginnt, kommen Sie in die Volkshochschule. Nun geht es los. Auf dem Monitor am Eingang steht der Name Ihres Kurses und dahinter der Raum, in den Sie müssen. Viel Spaß!